Herzlich willkommen zum dritten Teil der Miniserie, wie du mehr Selbstliebe entwickelst mit Hilfe der Klopfakupressur. Und heute geht es darum, was machst du denn nun mit dieser Bewegung und mit dieser Veränderung? Und wie kannst du am besten eben diese Bewegung, die durch deinen Wunsch nach Veränderung ausgelöst wird, am besten für dich in die richtige Bahn lenken? Und dabei helfen dir vielleicht meine 4 E's, die ich dir für heute vorbereitet habe. Diese 4 E's, die eben bestehen aus dem Schritt erkennen, entscheiden, entlassen und entdecken. Und was sich dahinter verbirgt und was du im Einzelnen dazu klopfen kannst, darum geht es jetzt. Das Erkennen ist erstmal nochmal diese Beobachterrolle bewusst einzunehmen. Ich nehme jetzt wahr in meinem Feld, das. Ja, das heißt, du schaust nochmal, was ist eigentlich das, was in meinem Feld mich immer wieder klein macht, was mich immer wieder deprimiert sein lässt, was mich immer wieder in ein altes Muster hineinschlupfen lässt. Und bevor du diesen Satz klopfst, ist es ideal, wie ich es immer und immer wieder nicht müde werde, dir zu sagen und dich daran zu erinnern, richte dich vor allem, was du tust, immer aus an deinem Platz, verbinde dich mit deinem Herzen, mit dem Herzen von Mutter Erde und dem Universum. Wir machen das jetzt zusammen. Ich verbinde mich, wir können das streichen, das ist schöner als zu klopfen. Ich verbinde mich hier und jetzt mit meinem Herzen, mit meiner inneren Weisheit, mit dem Herzen von Mutter Erde, dem Herzen des Universums. Du kannst auch sagen, mit Gott, mit der göttlichen Quelle, mit der höheren Quelle, der Quelle allen Seins, dem Nullpunktfeld, was auch immer deinem Weltbild entspricht. Und wenn du magst, kannst du dich auch verbinden mit all den Helfern der geistigen Welt, deinen Schutzengeln, deinen Spirits, was für dich stimmig ist. Und dann atmest du tief ein und aus, lässt deine Hand für einen kleinen Augenblick auf deinem Brustkorb ruhen, nimmst diese Verbindung zu deinem Herzen bewusst wahr. Mach dir keinen Stress, manchmal fühlt man was, manchmal fühlt man nichts, manchmal pocht das Herz ganz doll, manchmal eben nicht. Dein Herz, deine innere Weisheit sind trotzdem da. So, und dann geht es eben darum zu gucken, okay, ich bin hier, ich bin an meinem Platz. Ich strahle voller Licht und Liebe aus jeder Körperzelle. Und das, obwohl ich in meinem Feld beobachte, dass mich der Satz von XY gerade richtig klein werden lässt. Oder ein Teil von mir richtig klein werden lässt. Oder es könnte ja sein, dass du dich erinnerst, wie das Verhalten deiner Mitschüler dir das Gefühl gegeben haben, dass du früher nicht willkommen warst. Das heißt, du könntest in diesem Augenblick sagen, ich erkenne in meinem Feld, dass ein Teil von mir sich damals in der Schule überhaupt nicht willkommen gefühlt hat, sich ausgegrenzt gefühlt hat, sich misshandelt gefühlt hat. Vielleicht hast du Mobbing-Erfahrungen gemacht. Und das kannst du klopfen. Ich bin hier an meinem Platz, bleibe mit all meiner Energie hier an meinem Platz, auch wenn ich beobachte, dass ein Teil von mir sich damals so und so gefühlt hat, du kannst es konkret einsetzen, erlebt hat, dass erschüttert war, dass wichtig ist, dass du deine ganz persönliche Wahrnehmung da jetzt einfügst. Und nochmal ergänzt, und trotzdem bleibe ich voller Liebe, voller Licht und Energie in meinem Körper an meinem Platz. Und dann atmest du tief ein und aus. Jetzt kommt das zweite E. Du entscheidest. Du nimmst jetzt über deine Entscheidung das Zepter wieder in deine Hand. Du bist jetzt am Drücker und veränderst. Und das geht erstmal über deine reine Intention und deine reine Absicht. Und das heißt, ich entscheide mich jetzt. Ich entscheide mich jetzt, anders auf diesen Moment zu reagieren. Ein neues Verhalten.
Verhalten kennenzulernen. Ich entscheide jetzt ohne Hilfe von außen, meine Kränkungen und meine Verletzungen zu heilen. Und dann atmest du tief ein und aus. Und vielleicht merkst du schon bei diesem Satz, wo die Kränkungen und wo die Verletzungen liegen in Bezug auf deine Ausgangssituation. Dass du vielleicht Zweifel hast, ob du überhaupt so viel Kraft hast. Dass du dir etwas nicht zutraust. Dass du ängstlich bist. Dass du merkst, wie im Brustkorb sich alles zusammenzieht, sich der Magen zusammenknotet, weil der Magen auch nicht glauben kann, dass du diese Kraft hast. Und jetzt geht es darum, erstmal diese Reaktionen aufzunehmen. Und da bitte ich dich, dir für diesen Schritt auch die Zeit zu nehmen, das zu erspüren und zu erfühlen. Und dann klopfst du. Auch wenn ich jetzt wahrnehme, dass sich in mir alles zusammenzieht, dass ein Teil von mir Angst hat, dass ich zu schwach bin, dass ein Teil von mir sich dabei Unterstützung wünscht, was auch immer es ist, setz es ein. Ich bin hier gerade auf meinem Platz, werde gestärkt und unterstützt von den Spirits, den Helfern der geistigen Welt. Du kannst nochmal konkret einsetzen, wenn du welche hast, die du namentlich auch benennst. Ich werde unterstützt von dem Herzen von Mutter Erde, dem höheren Ordnungsfeld. Und ich achte mich auch mit diesem Gefühl, mit dieser Wahrnehmung, mit dieser Reaktion von. Dann atmest du wieder tief ein und aus. Und wenn du jetzt erneut beobachtest, dass es in deinem Körper wandert, was du ja von der Klopfakupressur kennst und was ja das Wunderbare bei der Klopfakupressur ist, was wir ja auch gerne und dankbar annehmen, dann halt für einen kleinen Augenblick das Video hier an und gönn dir die Zeit, nochmal mit dem zu gehen und auch zu klopfen, was du dann wahrnimmst auf deine Weise. Du kannst das über alle Punkte klopfen oder du kannst einfach nur einen zentralen Punkt nehmen, deinen Lieblingspunkt, wie auch immer. Wichtig ist nur, dass du einmal kurz ansprichst, dass da noch etwas ist. Manchmal reicht es, das kurz anzusprechen und dann löst es sich wie von selbst auf. Aber dieses Wandern durch den Körper, Wandern durch das Emotionalfeld, manchmal wechselt sich das ja ab oder es klinken sich so kleine innere Überzeugungen ein, die so als Gedankenblitze aufkommen. Das ist genau das, wovon ich spreche, wenn ich sage, die Klopfakupressur aktiviert alle drei Ebenen und du hast eben deine Erinnerung nicht nur mental gespeichert, sondern auch emotional und körperlich. Du brauchst sie alle drei, um ganz zu werden, dein Goldkit überall hinfließen zu lassen. Und dann ist es so stabil, dass du an der Stelle erst einmal deine Ruhe hast. Wenn du mit Schritt 2 soweit fertig bist, gehen wir zum dritten Schritt und der heißt Entlassen. Du lässt einfach alles los. Ja? Du schickst mit deiner Intention all die Informationen, die mit diesen Kränkungen, mit diesen Verletzungen verbunden waren. Die Schwingungen, die dich immer wieder so niedrig haben schwingen lassen, die dich so schlecht fühlen lassen. Du schickst es zum Absender zurück. Und es ist völlig egal, wo dieser Absender ist, ob es die Person ist, die Situation, an die du jetzt denkst, oder ob es jemand ist, der vielleicht noch dahinter steht, weil auch die Menschen, die mit dir in Aktion standen oder stehen, haben ja auch ihre Geschichten und haben wiederum Personen, die sie geprägt haben. Darüber machen wir uns keine Gedanken, sondern wir setzen eine Absicht, wir setzen eine Intuition, wo die Energie, in welche Richtung sie sich bewegen soll, und dann wird das sich automatisch im höheren Ordnungssystem genau mit der Schwingung, mit der Geschwindigkeit, mit der Intensität dorthin zurückziehen, wo es eigentlich seinen Ursprung hat. Und wenn du das tust, tust du das nicht, um irgendeine Last einem anderen über den Gartenzaun zu werfen, sondern du tust es, weil du nur die Schlüssel hast für deine ganz eigenen Themen, deine eigenen Emotionen, Gedanken, Körperwahrnehmungen, die Sorgen, Ängste und Nöte anderer Personen,
kann nur die betroffenen Personen selbst mit ihren eigenen Schlüsseln wiederum lösen. Auch wenn die Sorgen und die Nöte vergleichbar ähnlich zu sein scheinen, ist trotzdem immer eine Nuance vollkommen anders, weil jeder Mensch eben etwas ganz Eigenes, Besonderes ist, hat seinen eigenen Fingerabdruck und deswegen hat er auch sein ganz eigenes Energiesystem, seine eigenen Aufgaben, obwohl so viel so überschneidend, bestechend ähnlich zu sein scheint. So, wie machen wir das? Wir gehen wieder auf den Brustpunkt und klopfen oder du klopfst an der Handkante und wenn du magst, kannst du auch über alle Punkte klopfen. Auch wenn es mir eventuell noch ein wenig schwerfällt, kann ja sein, dass du das Gefühl hast, du möchtest da noch ein bisschen festhalten oder ein unbewusster Anteil von dir möchte noch ein bisschen festhalten. Also, auch wenn es mir eventuell noch ein wenig schwerfällt, entscheide ich mich jetzt, alles loszulassen. An Informationen, an Schwingungsmustern, an Frequenzen. Was in welcher Weise auch immer mit meinem Gefühl, mit meinem Gedanken, mit meiner Angst, mit der Person, mit der Situation vom Eingang, also deiner Eingangssituation, verbunden ist. Ich setze jetzt die Absicht, dass all diese Informationen, all diese Schwingungsmuster, all diese Frequenzen dorthin zurückkehren, wo sie ihren wahren Ursprung haben, in Übereinstimmung mit den höheren Gesetzen des Ordnungssystems und zum höchsten Wohle aller. Tief durchatmen und genieß das nochmal. Tief durchatmen. Atme nochmal Goldkit in dich hinein und lass über deine Ausatmung all diese Frequenzen, all diese Informationen los, die du so lange mitgetragen hast, die aber woanders hingehören. Tief einatmen. Okay. Und du merkst vielleicht jetzt schon, und es klang im dritten Schritt schon an, etwas loszulassen hat immer auch etwas damit zu tun, dass wir einen Teil unserer Identität loslassen. Auch wenn es Sachen sind, die uns vielleicht bisher eher erdrückt haben, als dass sie uns gestärkt haben, waren sie doch ein Teil unserer Persönlichkeit, unserer Identität. Und deswegen fällt es eben oft schwer, unerwartet schwer, man versteht das auch so rein rational gar nicht, weil ja ein Teil unbedingt diese belastenden Dinge loswerden möchte, gibt es eben trotzdem auch einen Teil in uns, der gerne an dem festhalten möchte, was ihm so vertraut ist und was er kennt. Und darum ist das vierte E das Entdecken. Ja, dieses Entdecke, wer du auch bist, wenn du das loslässt. Und das geht mit viel Neugierde, das geht mit Mut, mit Lebendigkeit, mit Lebensfreude, mit Kreativität, wie auch immer. Und natürlich der Klopfakupressur. Und dazu klopfen wir nochmal auf dem Herzen. Du kannst es auch streicheln, wenn du magst, das Herz. Du wirst spüren, was dein Herz jetzt am allermeisten braucht. Auch wenn ich überrascht bin, dass es einem Teil von mir schwerfällt, loszulassen, öffne ich mich für die Möglichkeit zu entdecken, wer ich auch bin, wenn ich diese belastenden Informationen, Erfahrungen in Frieden ziehen lasse. Tief durchatmen. Ich aktiviere mein neugieriges, interessiertes Kind in mir oder Anteil in mir, die Lust haben auf Abenteuer, auf eine Entdeckungstour. Was noch alles in mir steckt, was ich noch alles kann, zu welchen Dingen ich auch fähig bin, wenn ich etwas loslasse, was mir bisher sehr vertraut war.
Tief durchatmen. Und dann setzen wir nochmal nach. Ich erlaube mir, die Lebendigkeit im Leben zu verändern. Loszulassen, was mich erdrückt, und einzuladen, was mich stärkt. Ich erinnere mich, dass die innere Weisheit in mir jederzeit für mich da ist. Dass ich zu jedem Zeitpunkt voller Licht und Liebe bin, in jeder Körperzelle und auf allen Ebenen meines Seins. Ich achte mich für meinen Mut, für meine Neugierde, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, wie viel mehr ich bin, außer diese Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Nochmal tief durchatmen. Und ein letzter Satz. Ich lade alle Anteile, all meine Informationen, all meine Schwingungsmuster und Energien ein, zu mir zurückzukommen, die ich auf meinem Weg in Momenten von Angst, Verunsicherung, Ohnmacht und Machtlosigkeit verloren habe. Und dann atme nochmal tief ein und aus. Und wenn du magst, bleib für einen Augenblick in diesem Gefühl, dass alles zu dir zurückkommt an Informationen, an Qualitäten, an Fähigkeiten, alleine über deine Einatmung aus diesem höheren Ordnungssystem. Alles, was du jetzt brauchst, um die Kraft und die Energie zu haben, dich neugierig neu zu entdecken. Und du lässt alles los, was dir dabei im Weg steht. Und ich hoffe, dass dir diese drei Schritte bzw. am Ende die vier E's eine gute Begleitung im Alltag sind, um immer wieder zu welchem Thema auch immer, in welcher Situation auch immer, du auf den Umstand gestoßen wirst, dass du mit dir selber zu ungemütlich bist, dass du zu ungeduldig bist, dass du dir vielleicht selber zu viel abschneidest an Zuneigung und Wertschätzung dir selbst gegenüber. Nutze diese Möglichkeiten über die Klopfakupressur, auf der einen Seite all den Stress, der mit den Kränkungen und Verletzungen verbunden ist, in deinem Nervensystem, Emotionalkörper, physischen Körper und kognitiv abzubauen und loszulassen. Auf der anderen Seite all das einzuladen, was du brauchst, um als zum Teil runderneuerter Mensch wieder auf beiden Beinen fest an deinem Platz zu stehen. Ich sage Namaste, ich ehre das Heilige, Reine und Göttliche in dir, deine wunderschöne Schale mit Goldkit, und wünsche dir jetzt ein erfolgreiches Ausprobieren und viel Spaß. Und wenn du Lust hast, abonniere diesen YouTube-Kanal, in dem du immer wieder Tipps kriegst rund um die Klopfakupressur und wie du deine Lebensenergie stärken kannst, oder mein Newsletter. Namaste, deine Tina von tina-husemann.de.